Harry sagt Hallo und guten Tag zur Realität. Ja, auf geht's, und zwar hier vom Santa Monica. Das war ja der Stopp gestern. Dann die Strandpromenade hier lang. Und dann geht's auch gleich dann zum zweiten Teil nachher. Das habe ich gestern nicht mehr anhängen können oder wollen, weil es zu viel ist. Dann geht's zum Holiday World, zum Wochenmarkt und die Avenida Tirajana entlang. So, wir laufen hier oberhalb vom Hotel Santa Monica. Da ist das Dach. So sieht es hier aus. Das ist die Realität. Das ist das Leben hier. So viele Menschen sind unterwegs hier am Arco Iris. Patricio auf der linken Seite des Apartmenthaus. Hier das Patricio. Kann man direkt buchen. Arco Iris, schau ins Land reisen. Und hier ist schon der Strand an Exodus, der Stadtstrand von Playa de Ingles. Wir hatten ja neulich auch von Strand zu Strand. Wenn ich also vom Strand jetzt nicht am Wasser lang laufen möchte, sondern ganz einfach die Straße nehmen, dann ist man hier sozusagen länger unterwegs, das ist klar. Ich habe es ja aufgezeichnet in einem Video. Ja, Arco Iris 1, Arco Iris 2 und das geht dann so weiter. Hier sind immer die Fallschirmspringer an der blauen Fahne, da landen die immer. Die Fahne ist da, also kommen da heute bestimmt noch welche runter. So, hier ist der Parkplatz. Das ist auch ja eine kostenpflichtige Möglichkeit, direkt am Strand zu parken. Wir hatten es ja auch vor ein paar Tagen, das Parkhaus in Meloneras, Maspalomas, 1,30 Euro die Stunde. Ich glaube, das hier ist auch nicht günstiger. Da unten ist Café Mozart 2. Dann die ganzen Restaurants. So, und wir gehen jetzt noch ein paar Meter da geradeaus bis zum Santa Ana und dann kehre ich hier nach links in die Straße ein und zeige euch, wo es da lang geht. So, der Blick hier nach San Agustin. Schöne klare Sicht heute. Bis fast nach Bahia Feliz. 28 Grad. Ja, da ist das Auto von den Fallschirmspringern und ich höre auch schon den Flieger. Also, der kommt gleich hier an. Aber das müssen wir uns nicht anschauen. Das hat man schon mal. Da ist die Anlage Santa Ana. Hier kann man auch größere Bungalows mieten bei Airbnb. Die mit den roten Dächern. Ja, hier hat man nochmal den wunderschönen Blick über die Dünen von Maspalomas. Das ist die Punta de Maspalomas, das ist mein Punkt, den ich früh häufig erreiche auf meiner Wetterwanderung. So, den Weg, den wollte ich einschlagen. Calle Milan sind wir hier.
Cordial Yudoka Beach. Dieses Haus hier in der zweiten Reihe. Arco Iris Rezeption hier. Und da geht's zum Nogal und zum Patricio. Ihr wisst, wo wir hier sind, wenn jemand nachschauen möchte. Calle Milan. Ganz einfach zu finden. Ja, manchmal ist die zweite Strandreihe besser wie die erste. Das heißt, wenn Wind ist, dann ist es hinten ein bisschen besser, ein bisschen geschützter. So, das war's dann. Ich hänge euch jetzt dann den zweiten Teil der Realität dazu und sage hasta luego, bis zum nächsten Mal. Gleiche Welle, andere Stelle. Ja, und hier könnte man jetzt rechts nach San Fernando reinfahren, in das neuere San Fernando. Wir fahren aber geradeaus weiter. Richtung Fataga, Richtung Autobahn. So, geradeaus geht's dann auf die Autobahn. Wir biegen nach links ab. Wir fahren zu Kamikaze. Vielleicht habt ihr schon mal davon gehört. Und zwar der Fahrradhändler. Immer wieder die Fragen im Kanal. Wo kann ich denn Fahrräder kaufen und auch einlagern? Das heißt, ganz wichtig, nicht nur kaufen, reparieren, in Ordnung halten, sondern auch einlagern, wenn man mal länger unterwegs ist oder nicht da ist. So, da vorne sind wir schon. Da ist das Casa Vieja, das Restaurant. Und das teilt man sich mit Kamikaze. So. Hier hat man das Schild stehen, exklusiv für Klienten von Casa Vieja. Rustikales, gutes Essen. Das ist hier drin und auf der anderen Seite hier. Der hat jetzt geschlossen, der hat jetzt zu. Das ist der Fahrradhändler Kamikaze Bike. Also auch fremde Fahrräder reparieren lassen hier. Es gibt hier auch die Reifen, die mit Flüssigkeit, mit Gel gefüllt werden, die unkaputtbar sind. Und ja, alles zum Fahrrad, Zubehör und so weiter. Und hier am Abend La Casa Vieja Grill Restaurant. Haben wir auch schon drüber berichtet. Gibt schon Videos. Links geht's nach Fataga und hier rechts ist die Autobahn. So, und hier fängt sie an, die Avenida Tirajana von A nach B. So, hier ist die Straße das letzte Mal, namentlich Avenida Tirajana.
Das ist die bekannteste Straße hier. Und wir fahren sie jetzt von Anfang bis Ende. Ja, 30 Grad zeigt das Thermometer. Ich bin mir nicht ganz sicher, dass es wirklich so warm ist. So, jetzt kommen wir ins Zentrum von San Fernando. Jeder Urlaubs- oder jeder Langzeiturlauber kennt es hier auf der linken Seite. Das Ronda Einkaufszentrum. So, da muss man anhalten, ganz klar. Ja, ganz abruptes Bremsen ist natürlich dann auch immer Konzentrationssache. So, und jetzt kommen wir zum Mercurio. Jetzt sind wir auf der Seite von Playa de Inglés. Und die Straße heißt immer noch Avenida Tirajana. Tja, das ist gut. So macht man das. So, hier vorbei am Don Miguel, am Barbacan, am Apart Hotel Tanife. So, und hier vorbei. Am Euro Playa. Die Bungalows auf der rechten Seite. Links ist das Jumbo-Zentrum. Da mache ich diese Woche auch noch ein Video. Ja, und da vorne, da ist das Oltre, das italienische Restaurant. Hat heute wieder geöffnet, ab heute. Ja, da ist schon Bewegung drin. Ja, gestern hatte ich einen Fehler gemacht. Ich habe die 4K-Aufnahmen in einer anderen Bildgröße gemacht. Habe aber das gemerkt und dann nochmal am Strand eins in der richtigen Bildgröße gemacht, damit man auch genau vergleichen kann. Mal sehen, wann ich euch das sende.
zweiter Teil der K4-Aufnahmen. 4K, nicht K4. So, wir sind gleich am Aloe, an der Sita. Hier gibt es Tenderette, der Geschmack von Kolumbien, also kolumbianisches Essen. Und Ambiente. So, jetzt sind wir am Aloe, am Sita-Kreisel. Und da vorne, da ist der Anfang der Avenida Tirajana. Hotel Katharina, Albora Katharina. Ja, nur zur Info, ich fahre jetzt gerade mit der Kamera DJI Action 4 und der erste Teil der Realität, der ist mit der Pocket 3. So, da sind wir, Hotel Rio Palace Maspalomas. Wir fahren aber noch mal ein bisschen nach links, aber jetzt gleich werde ich mich verabschieden und sage, von A nach B, die komplette Straße Avenida Tirajana, hier vom Hotel Rio Palace. Bis nach San Fernando Richtung Fataga. So, ich sage danke fürs Dabeisein. Macht's gut. Ich hänge euch noch einen Schnipsel mit dabei vom Plan B, damit ihr wisst, was das ist. Ansonsten hasta luego, bis zum nächsten Mal.